Ja, auch aus Schwarzach gibt es Neuigkeiten. Das Kardinal-Schwarzenberg-Klinikum hat einen neuen ärztlichen Direktor. Der gebürtige Bad Ischler Eugen Adelsmeier bringt jede Menge internationale Expertise in Gesundheitswissenschaften mit. Wer schon in Boston, Texas und den Vereinigten Emiraten studiert und gearbeitet hat, stellt irgendwann fest, in Salzburg ist es doch am schönsten. Also ist er im Pongau gelandet. Und hier gilt nun sein ganzer Fokus dem Aufbau eines hochmotivierten Klinikteams. Das Kardinal-Schwarzenberg-Klinikum hat einen neuen ärztlichen Leiter. Magister Dr. Eugen Adelsmeier wird ab 10. Oktober als erfahrene Führungspersönlichkeit alle Aufgaben der ärztlichen Direktion übernehmen. Ich habe gewisse Vorstellungen, wie ein Krankenhaus zu funktionieren hat nach 40 Jahren im klinischen Betrieb. Aber es werden sicher die ersten Wochen oder das erste Monat nur zuhören, reden, kennenlernen, vertraut machen mit den Prozessen, vor allem auch mit den Mitarbeitern und dann schauen, was getan werden kann und muss. Der neue ärztliche Leiter kann sich voll und ganz auf seine Arbeit konzentrieren. Erstmals wird der ärztliche Direktor ohne Primariat bestellt. Magister Dr. Eugen Adelsmeier stammt aus Bad Ischl und studierte Medizin in Wien. Von 2005 bis 2011 war er in den Vereinigten Emiraten in leitender Funktion tätig und bringt damit viel Erfahrung für die neuen Aufgaben mit. Herr Dr. Adelsmeier ist ein exzellenter Facharzt, ein international erfahrener Gesundheitswissenschaftler und hat darüber hinaus noch Krankenhausbetriebswirtschaft und Medizinrecht studiert. Besser kann ein ärztlicher Direktor nicht qualifiziert sein. Mit mehr als 500 Betten, 15 Primariaten und über 50 Ambulanzen stellt das Kardinal-Schwarzenberg-Klinikum die medizinische Versorgung im Süden Salzburgs sicher. Ich habe es vom Hörensagen gekannt, weil das bei uns im Salzkammergut einen ausgesprochen guten Ruf hat und viele auch von meinen Kolleginnen und Kollegen da als Patienten herkommen mit Schilddrüsensachen oder orthopädischen Sachen und hat bei uns einen ausgezeichneten Ruf. Im Zuge der Bewerbung, also eigentlich vor der Bewerbung, haben wir es angeschaut und war beeindruckt, wie groß es eigentlich ist. Rein, wenn man so durch das Gelände geht, war ich beeindruckt. Und ja, und da haben wir gedacht, so ein bisschen die Atmosphäre geschnuppert, da würde ich gern herkommen. Eines steht allerdings schon fest: Auf den neuen ärztlichen Direktor wartet in Zukunft viel Arbeit. Ich weiß mal so grob, was auf mich zukommt, im Detail leider noch nicht. Ich habe heute jetzt vor diesem Event, da bin ich ein bisschen spazieren gegangen und habe da hinten die Baustelle gesehen, wo der halb abgerissene Gebäude und so, also das wird eine große Geschichte. Ich freue mich auf alles, was da zu tun gibt.